Welchen Wasserfall? Den. So! Herzlich willkommen zurück hier bei Schwarzwald. Wir haben einen Plan, genau wie Egon, ob wir den umgesetzt kriegen. Seht ihr nach dem Intro. Jo! Wir haben uns einen Plan gemacht. Natürlich sind noch alle da, es ist Arminius noch da. Hi! Es ist Dommel noch da. Dommel ist eigentlich da. Und es ist natürlich Machete noch da. Hallo! Jo! Wir haben uns gedacht, es ist besser, wenn wir fliegen. Da oben in den Wasserfall rein, ja? Ich muss da oben in den Wasserfall rein. Denn, wenn ich Glück habe, steht da oben noch ein Flugdino von mir. Dann haben wir nämlich jeder. Du musst aufpassen, dass du jetzt nicht zu dicht hier hinten dran. Nicht, dass ich hier runterfalle. Ja, ja, genau, absetzen bitte. Danke, wunderbar. Genau, das war der Plan. Es hat gefunzt. Sehr geil, mein Dino steht noch da. Das bedeutet jetzt nämlich, wir können hier rausfliegen. Wir müssen uns da unten nicht durchkämpfen, aber wir können von oben mal gucken, was da so los ist. Und ich glaube, da ist so einiges los. Hier Gefahr zu laufen, jetzt zu sterben. Ist nicht so gut. Ah ja, die erste Folge. Kann ich noch gut erinnern, ja, dass ich wenn da ich hier so lang runter gucke, weiß ich noch ganz genau, Dommel in der ersten Folge, da hat er gleich mal einen Bauchplatscher gemacht und ist dann gleich mal gestorben. Wir erinnern uns, da war unsere Soundqualität noch nicht ganz so gut. Da haben wir immer noch mit der Software gekämpft. So. Ja, dann fliegen wir doch erstmal fix zur Base hier. Ich habe jetzt meinen Papierflieger wieder am Start, das ist sehr nice. Mal anmachen hier, damit ich sehe, dass hier der Ausdauer nicht runtergeht so dolle. Und vor allem gucken, dass der zu fressen kriegt. Piu. Ah, wir landen hier einfach mal zwischen. So, dele. Gut, ja. Wir kämpfen uns jetzt den Weg nach oben. Wir lassen uns erstmal den Untergrund hinter uns und werden uns weiter oben mal drum kümmern, was da so los ist. Wir haben halt vor, einen Boss zu rufen. Wir wollen mal gucken, was da so ist. Der eine oder andere hat das schon mal gemacht in seinen Let's Plays. Wir sind da völlig frisch noch dabei und machen das einfach mal. Wir gucken mal, was das gibt. So. Da sieht man auch mal die Base von oben. Ist vielleicht auch mal ganz interessant, wie sich das hier so entwickelt hat im Laufe der Zeit. Ja, ein bisschen tiefer, mein Freund. Mal auf, bin hier. Wer ist denn da mit seinem Quetz im Bild? Der versperrt mit seinem Quetz dieses halbe Bild. Man sieht die Base kaum. Das ist unfassbar. Aber es sieht schon ganz nice aus. Schon ein bisschen was geworden hier. Wer befliegt denn da? Aha. Hier mit unserer Brücke. Unser dann doch nicht geglückter Fahrstuhlschacht. Leider hat es nicht ganz gereicht. Ab dieser Höhe konnte man dann einfach nicht mehr weiterbauen. Leider Gottes. Und von oben konnte man auch leider nicht runterbauen. Das wäre unsere Fahrkarte nach draußen gewesen. Aber ja, wir wollen es uns auch nicht so leicht machen. Wir wollen dann doch den komplizierten Weg nehmen. Und den werden wir jetzt auch gleich gehen. Das wird dann gar nicht mal so lange dauern. Da habe ich aber oben noch ganz schön was vor, wa? Ey, ich habe oben keine Base mehr. Ich fange ja komplett an. Ich habe meine ganze Base zerstört. Einfach nur, um mit euch zusammen nochmal anzufangen. Ja. Naja, dann machen wir uns langsam auf, würde ich sagen. Ihr habt den Weg hier vorne genommen. Kommt ihr hier mit den Dinos durch? Ja. Hier vorne bei dem Weg, den ihr Machete gefunden hatte, ne? Mhm. Ja. Bei hinten auf den großen Weg komme ich nämlich nicht durch. Da steht nämlich ein Drach von mir. Ich bin runtergefallen. Warum bin ich runtergefallen? Was? Oh, warum bin ich runtergefallen? Das verstehe ich nicht.
Ja, ich bin dran. Grappen mal. Versteh das nicht, ich hab mich nur hingelegt, ne? Oder darf ich es auch nicht? Eine Spinne. Naja, ich glaube, wenn du auf der Plattform stehst und der Vogel fliegt, darfst du nichts mehr machen. Echt? Nicht mal. Ich wollte mich nur hinlegen, dass er nicht oben an die Decke kommt, weißt du? Ja, war eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie sich das im Flug verhält, aber. So, dann müssen wir jetzt hier durch. Irgendwo los, lang hinter, ihr seht. Bombe. Mal kurz zwischenlanden. Für die Ausdauer. Machete, bist du schon mal. Oh, Scheiße. Was? Du bist ja da schon mal durch die Lava geflogen, oder? Ich bin da durchgeflogen, ja. Da kommst du durch. Und ist etwas am Ende des Ganges, oder? Nee, ich hab nichts gesehen. Also da war ja, dann einfach nur. Hier tropft. Hier tropft's. Ist ah, eine ja, Quelle? Stimmt. Das tropft hier. Merkwürdig. Sollte man im Auge behalten. Da fallen die Tiere runter. Oh. Ja, fliegen wir weiter. Wir müssen noch mal einen Tab anlassen, damit wir unsere Ausdauer beobachten. Nicht, dass wir hier noch sterben. Denn hier ist ganz schön was los, wie man sieht. Hey, Levitzka. Da will man nicht angespuckt werden. Oh. Level up. Oh, hier oben geht's raus. Das schaffen wir mit unserer Ausdauer sogar noch. Und es leckt nur geringfügig, das beachten wir nicht. So, gelandet und gleich gekackt. Die Welt hat uns wieder. Und hier draußen sieht's natürlich genauso aus wie drinnen. Da sieht man schon. Die Bäume haben auf jeden Fall einen Herbstlook. Ja, Wahnsinn! Ich finde es episch. Wir haben Halloween vor der Tür. Bin ich ja mal gespannt. Die Patch Notes lassen einiges hoffen. Da kann man und darf man gespannt sein. So, jetzt heißt es für mich natürlich erstmal den Weg zu meiner neuen Base finden. Da muss ich doch mal auf die Map schauen. Nicht da, wo neue Base steht, sondern da, wo ungefähr kleine Base steht. Wir sind natürlich genau am anderen Ende der Map. Jo, Jungs! Schauen wir mal, wann wir das nächste Mal unten weitermachen. Wir werden uns, denke ich mal, erstmal oben konzentrieren und ein bisschen vorbereiten. Demnächst mal, ja, einen Boss rufen. Rüstet euch aus. Dann geht das dann ordentlich los. Ja, dann würde ich erstmal sagen, wir suchen jetzt erstmal hier meine kleine Base, die wir mal brauchen, damit wir dann hier erstmal weiterkommen. Ich muss mich erstmal orientieren, ich muss erstmal hoch. So, dann holen wir schon mal die Map raus. Machete, wo bist du? Und Rennstuhl. Schauen mal, wir müssen dahinter. Nee. Richtung. Da ist der. Fliegende Insel. Doch, wir müssen hier hinter. Wo bist du? Ich bin klar in meiner Base. Ich hab's gefunden. Ich hab's ja nicht weit. Okay. Ajo. Wir sind schon oben. Hey Arminius, hier gibt's wieder Biberdämme. Jawohl. Die Biberfarmer. Ja. Ja, Arminius hat seine Base wieder abgebaut hier. Ja, ich habe mir meine auch nur komplett weggemacht gehabt. Fang nochmal neu an. Nochmal ein bisschen farmen, halt neue Location, alles ein bisschen geschützter, ein paar andere Möglichkeiten. Wir schauen natürlich, dass wir hier immer mal ein bisschen was Neues haben. Das alte hat mich so ein bisschen gelangweilt. Ich habe dann tatsächlich einfach die Fundamente weggerissen und alles zusammenstürzen lassen. Und werde hier anfangen zu farmen. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen was vorteilhaft. Ich habe halt eine Tech-Rüstung. Und die eine oder andere Waffe schon. Ich habe natürlich das eine oder andere behalten. So, dann werden wir doch mal schauen, ob wir hier schon richtig sind.
aber ich glaube ja. Ja, und hier sind wir auch richtig. Es ist dunkel, man sieht nicht viel, das ist gut so. Wir wollen auch nicht zu viel am Anfang verraten, soll auch nicht gleich jeder sehen, wo es ist. Auch wenn man jetzt schon die Map gesehen hat, aber das ist halt so wild. Parken unseren Dino hier unten. Hoffen, der ist nicht auf Wandern gestellt. Und wir stellen ihn noch passiv, dann bleibt er auch da, wo er ist. Wunderschön. So, Sesam, öffne dich. Und was sehen wir? Wir sehen nichts. Wieso kommen wir denn hier nicht durch? Da kommt man auch nicht durch. Aber wie durch Zauberhand. Da oben ist ein Quetzal. Er nichts erkannt. Schuppiduppidu. Wir gehen jetzt hier einfach mal ein Stück. Ihr seht, ich war da schon. Ich war schon fleißig. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Ja, es geht. Wir brauchen Pelz. Quetzal abschießen. Nehmen wir natürlich gleich mit hier. Haben wir nichts. Wurde eingesammelt. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Vor allem Food. Ihr seht, ich war hier schon, ich habe hier schon das ein oder andere aufgestellt. Natürlich hier gleich ein bisschen was. Brauche immer was zum Farmen, brauche immer Munition, muss immer schon auf Zack sein. Ich habe hier auch ein paar Rohstoffe unten, das ist ganz cool. Da bin ich echt stolz drauf. So. Erfassen. So, hol dir mal einen Kibbel rein. Da unten geht es noch weiter, da ist auch ein bisschen was. Ihr seht, da sind noch ein paar Bären. Die passen hier natürlich auch ein bisschen auf. Aber ich habe hier auch schon ein paar Spookies. Natürlich auch ganz wichtig. Braucht man immer. Spookies sind immer wichtig. Zeig mal. Alles gut. Oh, das sollte nicht sein. Das ist immer uncool. Aber wir haben die Tech-Rüstung. Die gibt uns dann doch schon ein bisschen Schutz. Also für die VIPs gibt bald Tech-Rüstung für euch. Ihr seht, schon ein bisschen gefarmt. Bei den Bären hier unten. Geht es relativ fix. Was stehen wir eigentlich hier rum? Mhm. Haben wir noch Holz? Wir haben noch Holz, super. Ah. Kann ich den Quetzal abschießen? Wer ist denn das jetzt? So. Ja, ihr seht, die Höhle hat ein bisschen was zu bieten. Ist schon ein bisschen cool. Ein paar Katakomben, Licht ist hier schon ein bisschen, ihr seht. Ich habe hier auch ein paar Kumpels am Start. Da werde ich mir mal was einfallen lassen, vielleicht tame ich die alle. Dazu kommen wir dann aber beim nächsten Mal. Denn die nächsten Folgen, wir werden eine neue Staffel anfangen. Wir sind hier mit der Untergrundstory erstmal am Ende. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben sehr viele coole Sachen gesehen, schade, dass nicht alle da sind, vielleicht machen wir dann nochmal eine kleine Sonderfolge, wo wir wirklich alle nochmal zusammenkommen und alle nochmal was zu der Untergrundstory sagen. Ansonsten verabschieden wir uns hier erstmal von euch und ja, sagen danke fürs Zuschauen und hoffen, es hat euch gefallen und hoffen, wir freut euch auf die nächste Staffel, die dann demnächst auch gleich anfängt. Ja, Jungs, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Nein. Domme, wie immer, völlig schmerzfrei, nö, pff, ist mir alles, nö. Arminius, was ist mit dir? Ariato. Genau. War es alles? War schön. Hat Spaß gemacht, ja. Aber es wird weitergehen.
Es wird definitiv weitergehen. Ja, natürlich. Und ich endlich. Und bald kriegt man die Brutmutter für dumme. Oh ja. Mal schauen, ob man die betäuben kann. Und du musst ganz nah rangehen, dass du sagen kannst, was für ein Level das Ding hat. Ja. So, mal zum roten Bacon fliegen. Ja, gut. Mit diesen Worten verabschieden wir uns dann erstmal von euch und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal in der neuen Staffel wieder mit einschaltet, wenn es dann wieder heißt Schwarzfels Gaming und die kaputte Horde macht wieder ein bisschen Action. Bis dahin, reingehauen und Cheerio! Tschüss!